hier zu Hause in Warschau und hier haben wir eine Einladung zur feierlichen Eröffnung der Bayerischen Oberösterreichischen Landesausstellung in Burghausen. Wir sind hier, wenn man jetzt drüben hinterschaut ins Gebirge, dann sind wir hier, sehen wir ja gerade noch Hohen Aschau, die Kampfmann, und dann geht es dann langsam rüber. Das sind so die Gebirge von uns hier. Und da gibt es beim Wacker Burghausen im Casino eine Ansprache um 15.30 Uhr, da müssen wir jetzt hinfahren. Heute ist ja die Eröffnung zur bayerisch-oberösterreichischen Landesausstellung. Und jetzt bin ich hier kurz noch vorbeigefahren. Alles ist durch meinen Parkplatz hier. Ich bin jetzt hier bei Oetting, was eigentlich die Kreisstadt ist für die Burghauser. Hier ist diese Gnadenkapelle auch. Und dann rechts ist dieses neue Jesus anbeten. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich umdrehen kann. Dass der Papst damals eingeweiht hat. Ist aber so blöd hier umzudrehen. Nicht schön gesehen. Da links ist die Kapelle also. Und da unten drinnen ist der Tilly. Da war doch der große Feldherr, der Habsburger und Maximilian I. Jetzt ist der Otto von Habsburg gestorben und verkauft die ganzen Sachen auch von Maximilian I. Und Tilly hat für die katholische Liga gekämpft. Und Oetting hat ja noch einige andere Sachen, war auch dann mal Hauptstadt von bis Lombardei runter. Das ist halt auch noch drin und Burghausen ist jetzt hier so 20 Kilometer weg. Und da wird jetzt die Ausstellung heute eröffnet. Burghausen am Eingang. Hier sind die, hinten sieht man das Stadion ein bisschen. Hier steht schon, da bündet das ein, das wäre schwiegert. Und jetzt geht es halt um die Einweihung der Ausstellung zwischen Österreich und Bayern. Und dann ist halt eine Eröffnung. Und da geht es jetzt hinter zum Sportpark vom Wacker. Hier da loszufahren. Hier ist die Einladung. Da hinten sieht man ein bisschen die Firma. Und hier ist der Sportpark von Wacker-Burghausen. Der Sportpark wurde direkt neben der Firma gebaut. Hier ist jetzt der Nebeneingang. Hier steht man schon. Rechts ist das Schwimmbad. Da ist das Stadion. Nicht weiter. Und hier sind jetzt Tennisspielplätze. Die sind schon offen. Jetzt werden wir noch zum Wacker Casino fahren, weil da ist heute ein Casino. Hier ist das Betriebsrestaurant. Und jetzt warten alle auf den großen Empfang der Minister. Jetzt kommt der Ministerpräsident Seehofer. Mal schauen, wie das jetzt ausschaut. Sie sind gerade bei der Burg. Thank you.
Hallo, Frau Röger, ich habe Sie ja heute schon im Einsatz gesehen. Gell? Ja, ich habe jetzt schon viele Sachen gemacht, aber. Und? Alles gut? Ja. Hat sich verändert, oder? Ich versuche irgendwas ist anders. Ja, ich mache alle 3 Monate. Jetzt hat der Sommer kurz gemacht. Ich bin ja von hier. Ich bin geboren hier. Das ist verdammt. Das ist verdammt. Das ist die längste Brücke der Welt. Ja, genau. Da waren wir Beckstein. Ja, das ist schon lange her. Aber ich war beim Neujahr auf jeden Fall. Mhm. Die wechseln dann mal durch, oder? Ja. Seid ihr über Markt gefahren? Ja. Gestern war, glaube ich, Regensburg, oder? Na, gestern war bloß Staatskanzlei. Ah. Das ist
Die Geschichte, unser Herr Ministerpräsident heute dabei ist, herzlichen Dank. Unser Herr Staatsminister für das Land Oberösterreich, der Herr Landtagspräsident Erlangner, für die Stadt Burghausen, der Herr Bürgermeister Steidl, für die Ausstellungsteams Bayern-Österreich, Kollege Greta und Kollege Jan von meinem Haus. Ich darf Sie noch herzlich begrüßen und unseren Herrn Ministerpräsidenten um das erste Statement. Ja, lieber Herr Löbel, Herr Landtagspräsident, Herr Bürgermeister, Herr Minister, wir haben uns heute schon im Kabinett gesehen und liebe Gäste, ich möchte nur drei Bemerkungen machen. Das erste ist der Stellenwert von Geschichte. Man kann diesen Stellenwert nicht oft genug unterstreichen, nachdem ich in einer großen Süddeutschen Zeitung diese Woche wieder lesen darf, dass wir eher so viel machen in dieser Richtung. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass der Satz für mich ein ganz wichtiger ist, der in Cicero 2006 veröffentlicht wurde: Eine Gesellschaft, die um ihren kulturellen Boden nicht weiß, kann nirgendwo zum Sprung ansetzen. Das ist eine zutreffende Feststellung. Und diese kulturelle Identität, Herr Präsident, ist gleichzeitig auch das Geheimnis, das Erfolgsgeheimnis des Südens, zu wie er beide gehört. Das ist meine feste Überzeugung. Wir jedenfalls in Bayern wissen, dass die Geschichte lebendig ist und von großem Interesse für die Menschen. Deshalb gibt es dieses Institut der Landesausstellungen. Weil mich jetzt besonders freut, dass es zum ersten Mal sozusagen länderübergreifend ist, mit unseren Freunden und Partnern aus Oberösterreich und Bayern. Wir in Bayern haben eine ganze Serie dieser Landesausstellungen schon hinter uns. Die letzte über unseren legendären Ludwig II. Mit annähernd 600.000 Besuchern. Das hat alle Rekorde geschlagen. Und das zeigt, dass anders als in der berühmten in Süddeutschland erscheinenden Zeitung geschrieben wird, die Bevölkerung jedenfalls ein riesiges Interesse an Kultur, an Geschichte, an Tradition und an Brauchtum hat. Ich denke, das ist meine dritte Bemerkung, dass auch diese jetzt heute zu eröffnende Landesausstellung an drei sehr attraktiven Ausstellungsorten stattfindet. Hier Burg in Burghausen, in Oberösterreich, im ehemaligen Augustiner-Chorherrnstift und im Schloss Mattighofen. Also es sind alle Voraussetzungen gegeben, dass auch dies wieder ein Renner wird für die Bevölkerung. Und ich bin jetzt selbst ein bisschen gespannt, wie diese 1000 Jahre der Beziehungen zwischen euch und uns dargestellt werden. Ich freue mich, Herr Bürgermeister, ich habe gelesen, dass eigentlich vorgesehen war, dass wir zu Wolf hochmarschieren, damit Sie uns nochmal vor Augen führen, wie wichtig dieser Aufzug sein. Ja, aber Herr Bürgermeister, wir fahren trotzdem hoch, ich weiß aber trotzdem, dass der Aufzug wichtig ist. Also Sie brauchen uns diese Folter nicht auferlegen. Ich möchte mich bedanken, beim Leute werde ich es dann anschließend noch tun, bei unseren Freunden aus Oberösterreich, vielleicht für Sie alle. Wir pflegen eine Partnerschaft seit vielen Jahren, Bayern und Oberösterreich, die weit über die Nachbarschaft, über die Freundschaft hinausgeht, mit übrigens fünf anderen sogenannten Power-Regionen auf der Welt. Wir waren erst, der Josef Pöringer, der noch zu uns kommt, in Sao Paulo, sieben Partnerregionen, die sich wirtschaftlich, wissenschaftlich, kulturell befruchten, austauschen und alle zwei Jahre alle sieben auf einen Streich treffen. Das ist sehr, sehr fruchtbar. Power-Regionen deshalb, weil sie vergleichbare Strukturen haben. Deshalb, wenn man in Oberösterreich ist, immer noch glaubt man, ist ein bisschen in Bayern und wie Kreisky immer gesagt hat, es ist schön, wenn man nach Bayern fährt, man ist noch nicht in Deutschland, aber nicht mehr in Österreich. Das ist alles Spaß, Präsident.
Also ich will nochmal auf diese Freundschaft hinweisen, die exzellent ist, ein blindes Verständnis, gleiche Auffassungen, gleiche Zielsetzungen und deshalb auch vergleichbare Erfolge für die Menschen, das ist ja letzten Endes der Teil unseres Wirkens. Allen, die dieser Ausstellung ihrer Vorbereitung mitgewirkt haben, ein vergelt's Gott, das sagt man glaube ich bei euch genauso wie bei uns. Also ich habe die Hoffnung im Herzen, dass es wieder ein großer Erfolg wird, so wie wir das von Landesausstellungen gewohnt sind, Herr Dr. Leuthen. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich wollte mal noch viel härter sagen, eine Wanderausstellung sozusagen, mal das eine Thema da, dann mal ein anderes Thema dort. Er sitzt nicht in ein Museum für bayerische Geschichte. überhaupt nicht. Die Konzeption ist eine ganz andere, nämlich die Konzeption des jüngeren Bayern, des moderneren Bayern und die vertiefenden Betrachtungen an den einen oder anderen Themas, die werden eben in diesen Ausstellungen auch künftig gezeigt. Das ist sowohl als auch und nicht entweder oder. Und ich schließe einfach mit meiner Überzeugung, dass die Pflege von Tradition, von Brauchtum, die Betrachtung der Geschichte Nahrung für die Seele ist. Schafft Identität vielleicht, sollten diejenigen, die geschichtslos einzustufen sind, sich mehr mit diesen Dingen der Kultur, der Kunst beschäftigen, dann werden sie vielleicht etwas entschleunigter im Begleiten der Politik. Und so hat der Kunstminister des Bayerns eigentlich das schönste Amt nach dem bayerischen Minister. Ja, darf ich gleich direkt anschließen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Herr Landtagspräsident, Herr Bürgermeister, ich sage schon Oberbürgermeister angesetzt, weil die Potenz dieser Stadt ist so berühmt über ganz Bayern, dass man nicht sagen können, und meinen Oberbürgermeister, also meine Sache, Herr Bürgermeister, Herr Dr. Lange. Verehrte Damen und Herren, es ist in der Tat heute ein wunderbarer Tag. Die Stadt Burghausen hat es ja schon mal mit dem Wetter perfekt vorgemacht, wie man sowas macht. Und du hast vollkommen recht, ich habe zumindest das zweitschönste Amt der Bayerischen Staatsregierung bezweifelt. Da müssen wir nochmal extra reden, ob es denn doch vielleicht von mir das schönste ist. Aber ich kann nur sagen, weil die Kunst heute hier ist, aber weil natürlich genauso die Wissenschaft seit neuestem hier ist, reiten Haslach dieses wunderbare Refugium, das da unterstützt der Freistaat Bayern massiv ist im Eigentum hier von Burghausen. Und da kommt ein Begegnungszentrum der Wissenschaft. Und ich garantiere Ihnen, dass die Wissenschaft nicht aus Bayern sich hier trifft, nicht nur, sondern dass sich natürlich international die Begegnungen hier stattfinden werden. Und das zeigt, dass Bayern eine Tradition hat, aber immer mehr und mehr international präsent ist. Und bei all meinen Reisen, und das waren nicht wenige in den vergangenen 3,5 Jahren, war eins so wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir eine Intimität haben draußen. Und das kommt an, verehrte Damen und Herren. Du brauchst etwas zum Angreifen. Die wissenschaftliche Leistung ist wunderbar. Wir haben Forscher, die international berühmt sind, Nobelpreisträger bei uns, aber wichtig ist das, wo wir herkommen, wo unsere Grundlagen stehen, und darum freut es mich so. Und ich möchte an dieser Stelle schon nochmal ausführen, dass wir ja eine Ausstellung machen, wo man praktisch zum Preis von einer Ausstellung drei hochkarätige Ausstellungen sehen können, hier in Burghausen und dann drüben in der wunderschönen altbayerischen und neuösterreichischen Region am Salzach und Inn, denn diese Region kam ja erst 1778 von Bayern an Österreich, und das ist also in der Zeitgeschichte ein sehr enger Zeitraum, und in Burghausen wird die mittelalterliche Geschichte gezeigt unter dem Titel, als Österreich noch bei Bayern war, ist ja auch im Titel mit enthalten, denn früher im frühen Mittelalter reichte das Herzogtum Bayern vom Lech bis an die ungarische Grenze. Das Bistum Passau umfasste ganz Ober- und Niederösterreich, und deshalb beschirmt auch der heilige Stephanus nicht nur den Dom in der Drei-Flüsse-Stadt, sondern natürlich, das ist allgemein bekannt, den Stephan in Wien. Die Bistümer Passau, Regensburg und die traditionsreichen Klöster wie die Niederaltaich, Kremsmünster und Mondsee, sie haben weit in den Osten auch ausgestrahlt, und das zeigt schon,
welche Breite diese Ausstellung hat. Ich sage nur ein paar Beispiele. Wir zeigen den Bischofsstab des heiligen Wolfgang, passt zu mir, den muss ich mir genau anschauen. Ja, ich habe ja einen Spitznamen in der bayerischen Staatsregierung, den haben wir in Ingolstadt gegründet, heißt Wolfgang der Reiche, sagt ihr immer, ich muss über Beton gehen, ab und zu fällt was ab. Aber ich habe, das muss ich jetzt auch an der Stelle sagen, ein Lob an den Ministerpräsidenten Wien. Wenn es ganz eng wird, sage ich, Horst, ich brauche einen Spezialtermin, wenn ich irgendetwas unbedingt durchsetzen muss. Und wir haben beide unsere Argumente, tauschen wir so aus, dass dann auch etwas überbleibt, sodass Bayern weiter erstrahlen kann. Ja, wir haben neben diesem Hammer Awan und Ungarn-Schätze die älteste illustrierte Nibelungenhandschrift und sogar den Taufschein Österreichs. Und ich weiß von einem Gespräch mit dem Herrn Dr. Thüringer, dass das ein bisschen wehtut, aber die berühmte Urkunde aus dem Jahre 996, in der das Land erstmals erwähnt wurde, wird hier gezeigt. Da sind wir besonders stolz drauf. Und so ehrwürdig viele Ausstellungsobjekte sind, so modern ist die Präsentation, da will ich jetzt gar nichts mehr ausführen, weil wer, und ich nehme an, das waren einige hier im Raum, gesehen hat, wie Ludwig II auf Herrn Kinsey letztes Jahr präsentiert wurde, der weiß, der kann ja ahnen, wie diese Ausstellung präsentiert wird. Und ich kann nur eins sagen, damit auch hier die Verbundenheit klar wird, die Ausstellung an Herrn Kinsey, Ludwig II, hat ein Österreicher konzipiert. Und daran sieht man schon, wie das alles funktioniert. Und die Qualität ist in beiden Ländern zu Hause, in Oberösterreich. In Bayern und das freut mich am allermeisten. Vielen Dank dafür. Herr Präsident, ja, sehr geehrter Ministerpräsident, Herr Minister, es freut mich sehr, dass ich den Herrn Landeshauptmann kurzfristig vertreten darf. Er ist in Graz bei der Sitzung der Finanzminister sozusagen der österreichischen Länder und wir diskutieren derzeit genauso heftig über die öffentlichen Finanzen wie überall in Europa. Und mich freut es deshalb, weil ich der erste Präsident bin, der Landtagspräsident, der aus dem Innviertel kommt, also aus dem Teil Oberösterreichs, der einmal zu Bayern gehört hat, bis 1779. Und ich erlebe daher die gute Zusammenarbeit aus nächster Nähe. Wenn ich bei meinem Wohnort, bei meiner Haustüre hinausschaue, dann habe ich links, linke Hand, 100 Meter entfernt, die erste bayerische Nachbargemeinde Unterkriesbach und gegenüber fangen zum Viertel an. Also ich erlebe Bayern täglich aus nächster Nähe und ich durfte heute auch schon oder darf heute eigentlich die dritte Landesausstellung im Innviertel erleben, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir hatten 1994 in Egelhardszell in meiner Heimatgemeinde eine Ausstellung zum Thema die Donau, wo mindestens ein Drittel der Besucherinnen und Besucher aus Bayern gekommen sind, die meisten per Schiff von Passau kommend. Also da haben wir inoffiziell zusammengearbeitet, wenn ich so sagen darf. Dann haben wir 2004 eine gemeinsame Ausstellung gehabt in Schering, in Reichersberg, in Aspach auf eurer Seite und in Passau. Da waren unsere bayerischen Partner Stadt und Landkreis Passau. Und heute haben wir das erste Mal geschafft, dass also das Haus der Bayerischen Geschichte mit dabei ist. Ich nehme an, dass daran auch ein Passau nicht ganz unschuldig ist, weil der frühere Chef des Oberhausmuseums Passau ist ja dann nach München gekommen und pflegt natürlich auch diese guten Kontakte. Ich kann nur sagen, dass die Landesausstellung jetzt schon bei uns einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ich glaube, dass also das Motto verbündet, verfeindet, verschwägert natürlich interessant ist. Wenn wir immer nur gut zueinander gewesen wären, wäre es ja nicht ganz so spannend. So haben wir ja so ziemlich alles vorzuweisen, was man halt in der Geschichte oder auch in einem Menschenleben aufzeigen kann. Ich halte es mehr mit den beiden Worten verbündet und verschwägert. Nicht zuletzt deshalb, weil der Herr Landeshauptmann und ich unseren Sitz im Landhaus in Linz haben. Und dort machen wir regelmäßig auch Führungen. Und da gibt es ein ganz besonderes Zimmer, das ist das Elisabeth-Zimmer, wo wir immer darauf hinweisen, dass die damalige
Prinzessin aus Bayern ja nicht an einem Tag von Passau nach Wien fahren konnte, weil das hat das Schiff damals noch nicht hergegeben. Der Kaiser war aber schon so gespannt und wollte unbedingt seiner Braut entgegenfahren, hat sie in Linz schon begrüßt. Er durfte aber dann nicht über Nacht bleiben in Linz und wieder zurückfahren müssen nach Wien. Und die Sissi hat dann im Landhaus übernachtet. Und die Beamten, die uns dort führen, behaupten immer wieder, vor der Tür haben zu ihrer Bewachung einige Beamte geschlafen. Und das war das einzige Mal, dass im Landhaus zu Linz Beamte geschlafen haben. Wir haben dort noch immer berichtet. Und wir, ja, nehmen an, dass es in Bayern hinausgegangen. Ja, und in diesem Landhaus gibt es auch, wenn man aufgeht über unsere schöne Stiege, auch eine Büste der Kaiserin Elisabeth. Also man sieht schon hier, dass wir eine sehr, sehr aus der früheren Geschichte heraus natürlich auch ganz enge Verbindungen haben. Uns freut es ganz besonders, dass wir wieder gemeinsam mit Bayern eine Ausstellung machen können. Wir können an einem großen Erfolg anknüpfen vom Jahr 2004 her. Wir haben also dort viele, viele Besucher gehabt und was das Schöne war, die Österreicher haben die Orte in Bayern besucht und umgekehrt. Also dieser Austausch hat hervorragend funktioniert und das erwarten wir uns auch von dieser Ausstellung. Ich darf kurz zu den beiden österreichischen, oberösterreichischen Ausstellungsorten etwas sagen. Das ist einerseits die Stadt Braunau, die größte Stadt des Innviertels, eine wunderschöne Stadt, enge Gässchen, imposante Bauten der gotischen Stadt. Im Besonderen heute auch den Herrn Bürgermeister Magister Weidbacher willkommen heißen. Er hat dazu beigetragen, dass ich jetzt schon in festlicher Stimmung bin, weil am vergangenen Sonntag eine große Orgelweihe in Ranshofen abgehalten hat. Das heißt, die Kirche des ehemaligen Stiftes, wo ja die Ausstellung stattfinden wird, hat auch eine ganz neue Orgel bekommen, damit dort auch im heurigen Jahr große Konzerte aufgeführt werden können. Und ich glaube, der Rahmen ist hervorragend. Es kommt also dort wirklich eine wertvolle Bausubstanz für die Zukunft auch wieder generalsaniert werden. Wir werden dort in Zukunft die Musikschule der Stadt Braunau des Landes Oberösterreich unterbringen und ich darf besonders herzlich auch den Herrn Bürgermeister von Mattighofen willkommen heißen, Friedrich Schwarzenhofer. Mattighofen hat einen fast so schönen Stadtplatz wie Braunau oder er ist eh genauso schön, nur ein bisschen mehr, glaube ich, ist aber recht weit. Fels, glaube ich, gar nicht. Also beide Orte haben wirklich etwas zu bieten, nicht nur was die Ausstellung betrifft, sondern auch die Orte selber sind, glaube ich, sehr attraktiv, was klarerweise im Besonderen auch für Burghausen zutrifft. Und ich glaube, dass also das sehr viele Menschen anzieht, dass wir hier wirklich drei besonders schöne Orte ausgesucht haben und dass wir natürlich eine Ausstellung haben, die sich gegenseitig ergänzt an diesen drei Orten. Wir haben sozusagen das offizielle, die Geschichte der Staaten in Ranshofen, ein Stadtteil von Braunau, wo man also zeigt, was sich in dieser Epoche alles ereignet hat. Und wir haben eher die privaten Dinge, das Leben damals, die Besonderheiten, durchaus auch die negativen Seiten des Lebens, die es damals im Einzelnen für die Menschen gegeben hat. In Mattighofen, es ergänzt sich gegenseitig, also wir würden auf jeden Fall empfehlen, dass man alle drei Ausstellungen gesehen haben muss und ich habe es gestern erst im Radio wieder gehört, da haben Leute gefragt, kann man das an einem Tag schaffen und da wurde festgestellt, man kann es, wenn man sich einen besonderen Stress aussetzen will, aber es wäre weit klüger, mindestens zwei Tage oder drei Tage zu bleiben, auch in der Region zu übernachten, auch einmal zünftig zu essen und zu trinken, das muss man eben dann auf der bayerischen und auf der oberösterreichischen Seite, Herr Ministerpräsident, auch wenn wir uns im Dialekt bestens verstehen, wir haben ein kleines Problem, die Speisen heißen auf beiden Seiten völlig anders. Wir haben also schon mal bei einer Landesausstellung ein eigenes Wörterbuch herausgegeben. Da haben wir gehabt, einmal die Speisen auf Bayerisch, einmal auf Oberösterreichisch und einmal auf Hochdeutsch. Und dazu wollen wir auch dieses Mal wieder einen Beitrag leisten, so wie wir uns in allen Bereichen verstehen, dass wir auch wissen, wie es Essen bei euch und bei uns heißt. Und auch dazu wird im Kleinen die Landesausstellung beitragen, weil wir wissen,
kulturinteressierte Menschen wollen auch von der Region was erfahren, wie die Menschen hier leben, und sie wollen natürlich auch die Region mit allen Sinnen kennenlernen. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken auf der bayerischen Seite für die gute Zusammenarbeit, und ich glaube, wir wünschen uns miteinander viele, viele Besucher, alles Gute, und wenn es geht, immer so ein schönes Wetter wie heute, morgen und am Samstag, bis dann alle drei Ausstellungen in aller Form eröffnet sind. Ganz herzlichen Dank. Herr Bürgermeister von Burghausen. Herr Staatsminister, Staatspräsident, herzlich willkommen in Burghausen. Es freut uns, es ehrt uns, dass wir diese hochkarätige Öffnungsveranstaltung hier machen dürfen. Was Sie zum Landesmuseum gesagt haben, kann ich nur voll unterstreichen, weil wir uns ja auch beworben haben. Wir haben uns ein halbes Jahr ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, die Bewerbungsunterlagen für dieses Landesmuseum Bayern erarbeitet. Vor allen Dingen, weil der Zeitraum, um den es hier schwerpunktmäßig geht, eigentlich ein ganz wichtiger Zeitraum für das neue Verständnis von Bayern ist, nämlich vom Agrarstaat zum Industriestaat, wo wir heute auch unsere Existenzgrundlagen herausziehen und trotzdem uns an diese kulturelle historische Identität erinnern sollen. Und dieses Thema erschien uns sehr, sehr spannend, auch am Standort Burghausen mit der längsten Burg der Welt, mit dieser wunderschönen Altstadt und mit der Hightech-Industrie. Da sind auch 150 Jahre bayerischer Geschichte, Entwicklungsgeschichte präsentiert, und deswegen haben wir uns dafür sehr interessiert und beworben. Regensburg ist eine sehr gute Wahl, muss man leider anerkennen, wir waren da reiner Außenseiter. Ja, man weiß, dass wir es sehr gut gemacht haben und dass wir auch durchaus mit dem dezentralen Konzept auch Aufsehen erregt haben, und das gelingt uns auch, dass man uns wahrnimmt und dass man auch die Ernsthaftigkeit unserer Intention auch entsprechend einschätzt. Wir, die Bürgermeisterkollegen, freuen uns sehr auf diese gemeinsame Ausstellung. Die Österreicher, das sind schon ganz spezielle Leute. Wir waren eingeladen beim großen Ball der Oberösterreicher in Wien. Und da durften wir es auch in der Stadt präsentieren. Und da waren 6000 Menschen aus diesem Bereich. Sie haben sich da nach Wien aufgemacht und die Stimmung war grandios. Ich bin also sehr, sehr oft angesprochen worden in Vorfreude, große Erwartung auf diese gemeinsame grenzüberschreitende Landesausstellung. Und man merkt es auch bei den Begegnungen. Ich bin jetzt 23 Jahre Bürgermeister. Ich bin in diesen 23 Jahren überhaupt nicht annähernd so oft in Kontakt gekommen mit österreichischen Politikern oder Vereinen oder Organisationen wie jetzt im letzten halben Jahr. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt in der Nachhaltigkeit, dass auch das Begleitprogramm, das sind über 200 Veranstaltungen, das ist zu 80% von Bürgern, von Vereinen, von Organisationen inszeniert und wird auch ihnen präsentiert. Und da bleiben Freundschaften, da bleiben Beziehungen, die sich aufbauen können. Und deswegen wird unser ehemaliges Innviertel wieder großartig zusammenwachsen, trotz Grenze, mit den Menschen. Und dieser emotionale Bezug, der ist für uns ganz, ganz wichtig, und damit würde ich es auch schon erwähnt lassen, weil wir uns riesig darauf freuen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt Sie um Ihre Fragen bitten. Und gleichzeitig bitten Sie, sich zu kurz zu fassen, dass wir noch rechtzeitig den Prozess anfangen. Bitte. Also ein, zwei können wir schon losbringen. Aber wenn alle Fragen, alle Aspekte hinreichen, dann angesprochen sind. Dürfte ich was anderes auffragen, wenn sonst der Ausstellung nichts ist? Brauchtum und Tradition ist von allen Seiten heute angesprochen, dass uns das zusammenhält und prägt. Wie geht es denn mit den stillen Feiertagen in Bayern weiter? Gut. Gut. Wir machen keine Reform ohne Abstimmung mit den beiden Bürgern. Frau Rammstein, ich habe mit dem
Im Katalog ist die Rede davon, dass es eine Fortsetzung geben wird, und zwar betreffend das 19. und das 20. Jahrhundert. Wann und wo kann man das erwarten? Also es ist eine Planung für die Zukunft. Die Kollegen in Oberösterreich unterliegen ja wie wir in Bayern dem Proporz. Wir müssen alle oder wir dürfen alle spannenden Landesteile bespielen. Aber irgendwann kommen wir wahrscheinlich wieder zusammen und dann überlegt man, ob wir das angehen können. Es ist auf alle Fälle noch viel Luft und ein spannendes Thema. Wir müssen schauen, dass auch in Unterfranken und Oberfranken und Mittelfranken und in Schwaben anspruchsvolle Ausstellungen stattfinden. So. Und deshalb, weil Bayern groß ist, wird es mit der Zeit dauern, bis man wieder hier ist. In Österreich spricht man davon, dass eine Landesausstellung 6- bis 7-faches Regionalindex bringt. Welche Erfahrungen hat man hier in Bayern über die Infrastruktur und die Nachhaltigkeit? Also wir haben ganz ähnliche Erfahrungen. Wir waren ja seit Beginn der 90er Jahre bei jeder Landesausstellung eine Besucherbefragung. Und so der Durchschnittswert, wenn man das alles zusammenschmeißt, ist, dass die Besucher so circa 35 bis 45 Euro im Durchschnitt in der Region zusätzlich zur Eintrittskarte ist. Vielleicht darf ich bei der Gelegenheit kurz sagen, wir haben auf unserer Seite jetzt für Investitionen 14,5 Millionen Euro investiert in die beiden Standorte, und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Nachhaltigkeit enorm ist. Wir erreichen einen weit höheren Bekanntheitsgrad für die jeweilige Region, und wir spüren zum Beispiel heute noch in Scherding, wo die Ausstellung im Jahr 2004 war, wesentlich mehr Tagesbesucher und Gäste, als das vor der Landesausstellung der Fall war. Also man hat immer diesen Doppeleffekt, dass einerseits wertvolle historische Gebäude restauriert und generalsaniert werden und sehr oft dann auch einem neuen, wichtigen Zweck zugeführt werden, wo man sich dann einen Neubau ersparen kann und ein wunderbares altes Gebäude eben hier für die Zukunft bewahren kann. Und das Zweite, dass die Region langfristig, also nicht nur in diesem halben Jahr, sondern weit darüber hinaus sehr wohl auch touristisch profitiert von diesen Ausstellungen. Und einen, Herr Minister, eine Kleinigkeit, wenn ich noch sagen darf. Sie haben die österreichische Geburtsurkunde erwähnt. Wir sind natürlich besonders stolz darauf, dass wir hier mit der Schlussakte des Wiener Kongresses kommen und dürfen. Das darf ich natürlich hier auch ganz kurz anführen. Das heißt, wir haben uns auch in dieser Sache gegenseitig nichts vorzuwerfen. So ist es. Ja, verehrte Damen und Herren, Sie sehen schon, wie locker das hier zugeht. Und so wird es jetzt, nehme ich an, oder ich weiß das sogar, drüben weitergehen. Wir gehen dann drüber. Ja, selbstverständlich, dass der Herr Ministerpräsident und in dem Fall der Herr Landtagspräsident hier sich in Golde Buch der Stadt durchaus mit der Einfragen, und dann gehen wir rüber in die Kiste. Jetzt machen wir die Unterschiede.
verehrte Damen und Herren, ich würde vorschlagen, dass wir für die nächstfolgenden Begrüßungen uns den Applaus aufheben bis zum Schluss. Und so begrüße ich die anwesenden Abgeordneten des Bayerischen Landtages, des Oberösterreichischen Landtages sowie des Deutschen Bundestages. Ich bin es normalerweise gewohnt, dass ich auch gerade aus diesen wichtigen Gremien alle, die dabei sind, persönlich begrüße. Ich bitte heute um Nachsicht, ihr seid einfach zu viele. Ich begrüße die anwesenden Vertreter des im Freistaat Bayern akkreditierten konsularischen Korps, an ihrer Spitze die Generalkonsulin der Republik Österreich, Frau Dr. Ingrid Pech. Ich begrüße Herrn Regierungspräsidenten Christoph Hillenbrand, die Herrn Landräte Erwin Schneider und Georg Huber, den ersten Bürgermeister der Stadt Burghausen, Herrn Hans Steindl, die anwesenden Oberbürgermeister, Bürgermeister und alle kommunalen Mandatsträger. Mein Gruß, verehrte Damen und Herren, gilt allen anwesenden Mitgliedern adeliger Familien in Vertretung des Hauses Wittelsbach, seiner königlichen Hoheit Prinz Ludwig von Bayern. Den Vertretern der Kirchen, der Orden und Religionsgemeinschaften, der Hochschulen und Schulen, der Behörden, der Museen und der Rechtspflege. Den Repräsentanten der Wirtschaft, der Verbände und Vereinigungen der Medien. Mein besonderer Gruß gilt den zahlreichen Leihgebern, Fürsprechern, Mithelfern und vor allem den Sponsoren, die unter ihrer Federführung, Herr Dr. Leudl, dieses Projekt auf den Weg gebracht haben. Verehrte Damen und Herren, ich heiße die Festversammlung zur Eröffnung der Bayerisch-Oberösterreichischen Landesausstellung 2012 in Burghausen herzlich willkommen. Ja, verehrte Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass es einen Kunstminister in Bayern natürlich nicht mangelt an kulturellen Spitzenereignissen, aber diese bayerisch-oberösterreichische Landesausstellung ragt dabei bei Weitem ganz deutlich heraus. Ein Ministerpräsident und ein Landeshauptmann, eine Vielzahl wichtiger Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt weit über 1000 Gäste. Das zeigt uns, heute erleben wir etwas ganz Besonderes. Eben ein Ereignis von internationalem Rang. Und gerade vor etwa 10 Tagen waren die beiden, der Ministerpräsident und der Landeshauptmann, zusammen in Brasilien und die Powerregionen hier aus der Mitte Europas zu vertreten. Ihr habt die Sache ausgezeichnet gemacht. Man spricht gern über diesen Bereich Bayern und Oberösterreich ganz hervorragend. Ich habe nochmal ausgerechnet, wie das Bruttoinlandsprodukt aussieht pro Kopf der Bevölkerung. Die beiden waren spitze, da können die anderen sogar nicht mehr mithalten. Wir sind auf dem guten Weg. Verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen gemeinsam die erste Landesausstellung zu eröffnen, die wir mit einem Partner außerhalb Bayerns veranstalten. Dass hier Österreich den Vorrang gegenüber unseren innerdeutschen Nachbarn hat, sagt schon viel aus über das einzigartige Verhältnis von Österreichern und Bayern. Sehr frei nach George Bernard Shaw, der eigentlich England und Amerika meinte, könnte man dazu sagen, die Österreicher unterscheiden sich von den Deutschen durch die gemeinsame Sprache. Hier, verehrte Damen und Herren, wird es allerdings in den Ursprungsländern des Föderalismus wieder schwierig. Denn wenn wir über unsere gemeinsame Sprache reden, dann fühlen sich vermutlich nur die Altbayern und auch nicht alle Österreicher angesprochen. Egal. Robert Paul Frander, ein österreichischer Schauspieler und Autor, 1968 geboren, hat es in seiner Satire Wir sind Kaiser auf den Punkt gebracht. Bayern und Österreich seien die einzigen Völker, die richtiges Deutsch sprechen.
Diese Gemeinsamkeit nehmen wir Bayern natürlich sehr gerne zur Kenntnis und es freut uns, dass wir offensichtlich nicht ganz draußen sind, wie die Österreicher das Ausland bezeichnen. Jedenfalls sind nur die Norddeutschen Piefkes, wir Bayern dagegen nicht. Österreich und Bayern haben so vieles gemeinsam. Eine wesentliche Gemeinsamkeit steckt in den Unterschieden. Beide Länder vereinen in sich unterschiedliche Regionen. Regionale Identitäten wie in Franken und Schwaben gibt es genauso in Tirol oder Kärnten. Doch gerade diese Eigenarten der Menschen sind es, die uns diesseits und jenseits der bayerisch-österreichischen Grenze so unverwechselbar, vielfältig und stark machen. Diese Einheit in der Vielfalt wird ja auch im gemeinsamen Haus Europa vielfach beschworen. Hier können die Mir sein Mir Bayern, denen man nicht gerade Minderwertigkeitskomplexe nachsagt, noch einiges von ihren österreichischen Nachbarn lernen. Und es erfüllt einen bayerischen Ministern fast mit Neid, dass wir es versäumt haben, beim EU-Beitritt nur unser Reinheitsgebot schützen zu lassen, nicht aber unsere schönen bayerischen Namen für Lebensmittel. Die Österreicher jedenfalls waren da bei ihrer Aufnahme in die Europäische Union schlau. Einen gebürtigen Münchner wie mich freut es jedenfalls, wenn ich in Österreich höre und lese, gelbe Rüben, übersetzt das jetzt gar nicht, das ist ja einfach, Erdäpfel, das wissen die Altbayern auch, Kaffiol, da wird es ein bisschen schwieriger, oder Dehnbutter. Und es ist auch gleich etwas anderes, statt einer Tomate zu essen, einen Paradeiser zu genießen. Und ich habe als Kind oft, ich bin so österreichisch, ich sag mal, böhmisch aufgewachsen, von der Küche her auch stark beeinflusst. Ich habe natürlich immer Palatschinken gegessen und dazu gab es auch Ribisalkompott. Verehrte Damen und Herren, die gemeinsame bayerisch-oberösterreichische Landesausstellung setzt also bei uns durchaus etwas frei. Paradiesische Gedanken und positive Emotionen. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass diese wunderbare Vision Wirklichkeit werden konnte. Danke, Herr Landeshauptmann Dr. Püriger, für Ihre Initiative. Danke, Herr Bürgermeister Steindl, für Ihre Unterstützung. Und danke, Herr Dr. Weudl und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus der Bayerischen Geschichte, die den bayerischen Teil des Projekts realisiert haben. Das Haus der Bayerischen Geschichte beschert uns ja derzeit einen Festakt nach dem anderen, von der Vertragsunterzeichnung zum Museum der Bayerischen Geschichte in der Weltkulturerbestadt Regensburg vorgestern und den bevorstehenden fränkischen Ausstellungen in Kronach und Bad Kissingen bis hin zur Ausstellung über Ludwig II. In Berlin und ich hoffe, dass Sie, Ludwig von Bayern, auch bei dieser Ausstellung anwesend sein werden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, wir haben Kunst und Kultur, Geschichte und Tradition, das alles wird sehr groß geschrieben in beiden Ländern, überall in anderen Landesteilen und natürlich über die bayerischen Landesgrenzen hinweg. Verehrte Festgemeinde, die Landesausstellung verbündet, verfeindet, verschlägert, Bayern und Österreich zeigt dies beispielhaft. Sie führt ihre Besucher in ein Gebiet, das zu den landschaftlich und kulturell wertvollsten Regionen Europas zählt und sie lockt auch zum Urlaub an Inn und Salzach. Braunau, Ranshofen, Burghausen und Mattighofen werden jedenfalls in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen aus nah und fern. Dafür sorgen auch unsere professionellen Medienpartner. Ich bedanke mich stellvertretend und ganz, ganz herzlich beim Bayerischen Rundfunk, insbesondere beim Programm Bayern 2 und bei der Passauer Neuen Presse. So wünsche ich der Ausstellung in der gesamten Region viele interessierte Gäste, viel Freude an guten nachbarschaftlichen Begegnungen von Bayern, Österreichern und anderen netten Menschen. Und verehrte Damen und Herren, was trotz allem ganz wichtig ist,
das Wetter so schön bleibt, wie es heute ist. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Ehrengäste, Dr. Leubel, meine Damen und Herren, wir sind in einer sehr freudigen, dem Wetter angemessen beschwingten Stimmung, überhaupt nicht nervös, gedanklich ausgelassen, weil wir uns sehr angestrengt und sehr konzentriert über ein Jahr auf dieses Ereignis alle drei gemeinsam vorbereitet haben. Ich darf an zwei Ereignisse erinnern, die so ein bisschen das Burghauser Lebensgefühl auch am heutigen Tag umschreiben kann. Das eine ist der 4. Oktober 2004. Da hatten wir im Stadtpark die Schlussfeier der großen Bayerischen Landesgartenschau. Wir konnten 1 Million Besucher begrüßen in Burghausen über das halbe Jahr hinweg. Die Bürgerschaft war versammelt und es waren Tausende und sie hatten Tränen in den Augen. Im linken Auge eine Wehmutsträne, dass es so schnell vorbei war. Und im rechten Auge eine Freudenträne. Denn am selben Tag haben wir im Grünwalder Stadion in München, wir Provinzler, 1860 München, mit 4:2 geschlagen in der zweiten Bundesliga. Und da waren 10.000 Burghauser im Grünwalder Stadion. Und auf gut Bayerisch gesagt, wir haben den jetzt gerade von der Badler Mostholm. Provinz gegen Metropolregion. Mit einem guten sportlichen Wettkampf, wo man uns unterschätzt hat. Wie so oft auch in der Folgezeit. Das waren die beiden Tränen. Herbst 2007. Wir sind auf Pilgerschaft gegangen, nicht nach Altötting, sondern nach Linz, ins Landhaus, zur Audienz beim Landeshauptmann. 4, 5 Bürgermeister, Abgeordnete und haben gesagt, lieber Landeshauptmann, du musst uns jetzt helfen, denn wir wollen eine gemeinsame Landesausstellung durchführen. Traunau und Burghausen war damals in Fokus gestanden. Braunau hat allein keine Chance, ist zu weit weg von Linz. Wird nicht so richtig wahrgenommen. Haben es gesagt, die Österreicher. Burghausen ist ein bisschen weit weg von München. Wird aber durchaus wahrgenommen. Aber ihr habt ja schon die Landesgartenschau. Ja, jetzt in der kurzen Zeitspanne noch mal eine Landesausstellung von Aschaffenburg bis Burghausen, ein sehr weiter Weg, vom Hof bis Burghausen, ein sehr, sehr weiter Weg. Also da haben wir uns fast chancenlos gesehen. Aber diese strategische Allianz, das war nicht ein Top-Potenzial, das war ein Erfolgsgarant. Denn Thomas Goppel, als damaliger Wissenschaftsminister, konnte gar nicht anders, als praktisch bei der guten Beziehung Oberösterreich zu Bayern, die haben uns da zur Nutze gemacht, diese freundschaftliche Beziehung, eben ja zu sagen. Und so kam diese wunderbare Dreierkoalition, dieses Dreieck zustande. Wir sind ja nur 30 Kilometer jeweils entfernt über die Grenze und da freuen wir uns ganz, ganz riesig. Warum jetzt gerade Burghausen? Auch das muss natürlich noch einmal erwähnt werden. Wir haben ja in Staatsbesitz, jetzt sage ich es einmal ganz offiziell, die längste Burg der Welt. Bis uns jemand das Gegenteil beweist, mit 1051 Meter. Wie gesagt, im Besitz des Freistaates Bayern. Und das ist der ideale Veranstaltungsort in unserem dortigen Stadtmuseum, das wir dann nachhaltig modernisieren werden nach der Landesausstellung, dass man dort oben hier dieses große Fest zelebriert, dass man hier Kultur, Kunst, historische Identität und auch gewisse Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten mit neuen Medien und mit neuen Möglichkeiten präsentiert. Das gehört dorthin, das passt dorthin und deswegen
sind wir auch sehr froh drüber. Es gab ja dort eine große Schatzkammer auf dieser Brücke. Und da haben immer die Landshut und die Burghauser ihre Schätze ausgetauscht. Und die Schatzkammern waren historisch berichtet immer gut gefüllt, immer voll. Diese Schatzkammer gibt es nicht mehr auf der Burg, nur noch als leeren Raum. Das Geld ist in die Stadthauptkasse runtergewandert und das transportieren wir jetzt immer über Altötting nach München. Das sind ja Gewerbesteuerabgaben. Der Weg zwischen Landshut und Burghausen von damals, der war sicher beschwerlich, aber Sie dürfen glauben, auch der Weg heute noch von Burghausen nach München über Straße der Bahn ist fast doch genauso beschwerlich. Und dass diese Schatzkammer und diese Stadtkasse so gut gefüllt ist, und das ist mir jetzt wichtig zu sagen, das verdanken wir den Arbeitnehmern in dieser Region mit 14.000 Pendlern, die jeden Tag hierher kommen und davon 3.000 Österreicher, die jeden Tag über die Grenze hierher kommen und mithelfen, dass diese Hightech-Industrie mit diesen hervorragenden Produkten auch wirklich Erträge einfährt, denn nur aus Ertragsteuern kann man ja bekanntlich auch gute Steuerleistungen dann abgeben. Also das ist diese Gemeinsamkeit, die wir im wirtschaftlichen Bereich haben, mit dem Staat Oberösterreich und mit dem Staat Bayern. Und deswegen ist dieser Wirtschaftsraum nicht nur intakt, er prosperiert geradezu. Und das verdanken wir auch dieser Innovationsbereitschaft und dieser hohen Motivation der Arbeitnehmerschaft in dieser Region. Und deswegen passt das auch zusammen. Kultur, Wirtschaften, Lebensqualität, Freizeitqualität in dieser Region. Und noch eines möchte ich sagen, weil das auch ein ganz wichtiges Signal ist im Sinne von Nachhaltigkeit. Was bleibt denn da übrig, wenn die Objekte wieder aus den Museen herausgeräumt sind? Und das ist in diesem Fall exzellent gelöst. Das hätte man nicht besser lösen können in Ranshofen mit der Musikschule, die dort einzieht, mit der Landesmusikschule. In Burghausen mit dem dann modernisierten Stadtmuseum auf dieser Burganlage. Und in Waldighofen mit Kultur und Verwaltung in diesem Schloss. Aber es bleibt noch etwas übrig. Der Bezirkshauptmann weiß es, weil mich das sehr beeindruckt. Diese Idee Friedensbezirk Braunau. Diese Idee Friedensweg Nachbargemeinde Hochburgach, wo wir 60.000 Euro mitgespendet haben von der Stadt Burghausen, fast ein bisschen illegal über die Grenze zu den Nachbarn, dass sie dort auch diesen Friedensweg konzipieren können, dass diese 450.000 Euro Investition auch einen Sinn macht und dass sie insgesamt auch gemeinschaftlich finanziert werden kann. Das ist eine nachhaltige Idee, Friedensbezirk Braunau über die Grenze zu den beiden oder zu den drei Landkreisen Rottal, Altötting und Traunstein. Und das ist auch ein hervorragendes Element der Zusammengehörigkeit. Und letzter Gedanke, ich habe ihn vorhin auch in der Pressekonferenz erwähnt. Wenn die Objekte abgebaut sind, was bleibt? Und das kann man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wir wissen nicht, ob 150.000 Leute kommen, 200.000 oder 250.000. Und was an wirtschaftlichem Gesamtergebnis übrig bleibt. Aber eins wissen wir ganz genau. Die Menschen im Umkreis von 100, 150 Kilometer, Berchtesgaden, Salzburg, Linz, Passau, Altötting, Burghausen, die waren noch nie so nah zusammen wie in diesem halben Jahr. Und nachdem die Vereine und Organisationen 80% des Begleitprogramms organisieren, das sind ja über 200 Veranstaltungen, da sind die Bürger aktiv. Das ist nicht nur ein Anschauen, das ist nicht nur ein distanziertes Verhältnis, da sind sie selber emotional und freundschaftlich verbunden in den Veranstaltungen. Das wird bleiben. Freundschaften, Bekanntschaften und weiter Veranstaltungen über die Grenzen. Also insgesamt kann ich sagen, jetzt können Sie unser Gefühl ein bisschen nachvollziehen. Es ist großartig, wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Herzlichen Dank und alles Gute. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Staatsminister, Herr Landtagspräsident, Herr Bürgermeister, alle Herren und Festgäste, hochwürdige Herren der Kirche, ehrwürdige Schwestern, liebe bayerischen Freunde, liebe oberösterreichischen Landsleute,
freue mich sehr, dass ich bei der ersten Eröffnung auf bayerischem Boden ein Grußwort an Sie richten darf. Beim Herfahren habe ich mir gedacht, wieso in der Wackerhalle? Eigentlich, der Bürgermeister hat mich jetzt auf den Gedanken gebracht. Bringen wir mit dieser Eröffnung an diesem Ort eine ganz entscheidende Symbiose zum Ausdruck. Wirtschaft und Kultur. Wirtschaft sichert unsere Existenz, schafft uns Arbeit, schafft Wohlstand. Wirtschaft lässt uns leben. Kultur lässt uns erleben. Und Leben und Erleben machen erst ein würdiges Leben aus. Denn ein Leben ohne Erleben wäre ein Vegetieren. Die Kultur verschafft uns diesen Mehrwert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute hier in Burghausen als ersten Standort eine länderübergreifende Landesausstellung Bayern und Oberösterreich eröffnen, dann wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. In der viele Jahrhunderte währenden guten Nachbarschaft und Geschichte zwischen Bayern und Österreich, beziehungsweise Oberösterreich. Ja, mit großer Spannung haben die Menschen, ich war einige Male in der Region, diesen Tag schon erwartet, wenn diesseits und jenseits von Salzach und Wien eine faszinierende Ausstellung eröffnet wird, die uns wesentliche Teile, wesentliche Epochen unserer gemeinsamen Geschichte näher bringt. Der Titel dieser grenzüberschreitenden Landesausstellung Verbündet, Verfeindet, Verschwägert könnte eigentlich nicht treffender gewählt werden. Denn zwischen zwei Ländern ist es letztlich so wie zwischen zwei Geschwistern. Es gibt gemeinsame Wurzeln, ja es gibt sogar den gemeinsamen Stamm, von dem aus sich alles entwickelt. Aber selbst wenn das Verwandtschaftsverhältnis noch so eng ist, heißt das nicht, dass beide immer derselben Ansicht sind und dieselben Interessen verfolgen. Das lehrt uns auch die Geschichte. Trotzdem, was am Ende zählt, ist immer, dass es gelingt, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Auch am Beispiel der Geschichte Bayerns und Österreichs wird dies deutlich. In dieser Ausstellung hier in Burghausen zeigt ihr, liebe bayerische Freunde, unseren Taufschein, unsere Geburtsurkunde, die Ostarichi-Urkunde. Und ich sage schon, Herr Ministerpräsident, es ist ein gewisser Akt der Demut, dass wir Österreicher nach Bayern gehen müssen, um unseren Geburtsschein zu besichtigen. Aber die Oberösterreicher sind Demut gewohnt und Bayern ist für uns nicht Ausland. In Ranshofen erfährt man, dass viele Jahrhunderte später, nach der Gründung Österreichs, als das christliche Abendland durch die Osmanen vor Wien bedroht war, nicht nur der polnische König Sobieski, sondern zuallererst euer Bayer, Kurfürst Maximilian II. Emanuel, es an der Spitze war, der uns zu Hilfe geeilt ist und entscheidend an der Befreiung Wiens mitgewirkt hat. Dass Bayern später mit Napoleon verbündet war, hat uns wieder zu Gegnern gemacht. Das ändert sich bald drauf, als Kaiser Franz Josef I. die Wittelsbacherin Elisabeth heiratete und damit eure Sissi zu unserer zweifellos beliebtesten österreichischen Kaiserin geworden ist. Dass es uns nunmehr gelungen ist, mit unseren Nachbarn, mit euch, zum zweiten Mal nach 2004 eine grenzüberschreitende Landesausstellung zu machen, das ist wirklich eine Sternstunde in unseren gemeinsamen Beziehungen. Die Landesausstellungen verfolgen wir in Oberösterreich seit 1965 immer besondere Ziele. Ja, meine Damen und Herren, Landesausstellungen erfüllen viele Anliegen. Erstens,
sind sie immer ein Gang in die eigene Geschichte, ein Gang zu den Quellen und Wurzeln unseres Landes, aber zugleich auch ein Brückenschlag in die Gegenwart. Auch bei dieser Landesausstellung werden wichtige Epochen unserer gemeinsamen Geschichte geschaffen. Und ich halte das, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir in Höchstgeschwindigkeiten leben, in Zeiten der Globalisierung von ganz besonderer Bedeutung. Einer der vernünftigsten und gescheitesten Sätze, den ich kenne, der lautet: Geschichtslosigkeit ist Gesichtslosigkeit. Wer seine Geschichte nicht kennt, kennt sich selber nicht. Und ein anderer Denker hat es mal so ausgedrückt: Zukunft bedingt Herkunft. Wer seine Herkunft nicht kennt, kann auch den Kompass für seine Entwicklung nicht richtig stellen. Und eines der falschesten Worte in der Betonung ist das Wort der Vergangenheitsbewältigung. Die Vergangenheit ist gelaufen, die kann man nicht mehr bewältigen. Aber wir alle haben die Pflicht, aus der Vergangenheit und aus der Geschichte die richtigen Lehren zu ziehen. Und ich sage es in dieser Stunde, wo zwei europäische Regionen näher rücken, einmal mehr. Danke jenen Politikern, die vor uns waren, die diese Weichenstellungen getroffen haben, dass heute in Europa mit der Europäischen Gemeinschaft ein Friedensprojekt verwirklicht ist, das seinesgleichen sucht. Ja, meine Damen und Herren, wenn es in der Geschichte der Politik überhaupt einen Fortschritt wirklich gegeben hat, dann den, dass heute nicht mehr auf den Schlachtfeldern in Europa die Probleme ausgetragen werden oder ungelöst bleiben, sondern friedlich verhandelt und entschieden wird auf den Konferenztischen der Politik. Die Landesausstellung stellt Geschichte in den Mittelpunkt, schlägt aber eine Brücke in die Gegend. Landesausstellungen sind immer auch bei uns Großtaten der Denkmalpflege. Wir haben 16 Millionen investiert in das Schloss Mattighofen und in das Kloster Ranshofen, mit nachhaltiger Wirkung, wie der Bürgermeister dargelegt hat. Es ist uns wichtig, die steinernen Zeugen unserer Geschichte lebendig zu erhalten, aber nicht nur als Gebäude, sondern sie auch entsprechend mit Leben zu erfüllen. Restauriert wird, wo wir auch eine nachhaltige Veränderung haben. Landesausstellungen sind ein Impuls für den grenzüberschreitenden Tourismus und der Schaffung eigener Radwege mit einer professionellen Vermarktung aller Ausstellungsorte wird sicher auch ein touristischer Erfolg einbringen. Landesausstellungen bringen Wertschöpfung und Umweltrentabilität in die Region. Das ist keine Frage, das haben wir mehrfach durch unsere Universität untersuchen lassen. Ja, und es wurde von meinen Vorrednern gesagt, eines dürfen wir bei der Nachhaltigkeit nicht vergessen. Landesausstellungen bringen wie überhaupt die Kultur Menschen zusammen. Die bayerisch-oberösterreichische Nachbarschaft und Freundschaft wird sicherlich gestärkt werden. Morgen bei der Eröffnung in Ranshofen werde ich meinen Landsleuten danken, die sich um diese Landesausstellung verdient gemacht haben. Heute lassen Sie mich einen Dank sagen an die Persönlichkeiten auf bayerischer Seite, die bei der Umsetzung dieser grenzüberschreitenden Landesausstellung sich große Verdienste erworben haben. Vorweg danke ich aber dir, lieber Herr Ministerpräsident, ganz herzlich, dass dieses gemeinsame Projekt Wirklichkeit erwerben kann. Wir sind uns dieser Ehre bewusst. Ihr seid achtmal so groß wie wir, Bayern, so Österreich. Aber dennoch sage ich dazu, größer wie Bremen und Saarland sind wir trotzdem. Ihnen, sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch, für die exzellente Zusammenarbeit. Ich danke dem Herrn Bürgermeister, Herrn Steinbock, ganz, ganz herzlich für eine wirklich gute, grenzüberschreitende, freundschaftliche Zusammenarbeit. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und ich danke auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz, ganz herzlich, die Sorge getragen haben, dass mit unseren Leuten es so gut funktioniert hat. Danke dir herzlich
und bitte dich, diesen Dank auch weiterzugeben. Mein Dank gilt dem Haus der Bayerischen Geschichte und dessen Leiter, Herrn Dr. Wolfgang Nöbel, der mit seinem Team, insbesondere mit Herrn Dr. Wolfgang Jahn an der Spitze, für uns immer ein fachlich höchst kompetenter und verlässlicher Gesprächspartner gewesen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe bayerischen Freunde, seit dem Frieden von Teschen 1779 dürfen wir bayerische Freunde sagen. Danke übrigens, dass Sie uns verziehen haben, dass seit dieser Zeit das Innviertel endgültig bei Oberösterreich ist. Aber was würden wir Oberösterreicher ohne dem Innviertel tun? Ja, liebe Landesausstellung. Diese Landesausstellung soll einmal mehr unsere freundschaftliche Nachbarschaft in wirtschaftlicher, touristischer, kultureller und menschlicher Dimension stärken. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, jetzt, seitdem Sie auch der Atomkraft abschwören, haben wir überhaupt keinen Gegenstand mehr, worüber wir streiten können. Meine Damen und Herren, lasst Sie mich wissen mit einem Zitat einer Innviertler Dichterin, das meines Erachtens für beide Länder gilt. Roswitha Zauner hat gesagt, Oberösterreich ist ein Land, wo der Fortschritt Wurzeln hat. Tradition und Moderne, Laptop und Lederhosen auf Bayerisch. Das gilt nicht nur für Oberösterreich, das gilt genauso für Bayern. Ja, es ist schön, dass wir zwei Regionen haben, die zu den Spitzenregionen unserer Nationalstaaten gehören. Zwei Spitzenregionen in Wirtschaft und Kultur im Herzen Europas. Sie mögen mit dieser Landesausstellung einmal mehr im öffentlichen Blickfeld stehen. Ich wünsche dem Ausstellungsort alles, alles, Kurkhausen, alles, alles erdenklich Gute, viel Besucher auf eine gute Nachbarschaft und auf einen guten gemeinsamen Erfolg. Für unsere Vergangenheit, und ich denke, wir haben eine sehr vielfältige, bunte Vergangenheit. Und dies beides miteinander zu verbinden, was unser früherer Bundespräsident einmal mit dem Begriff Laptop und Lederhose, du hast es zitiert, beschrieben hat. Nämlich die Weltoffenheit einerseits, aber auf der anderen Seite das Traditionsbewusstsein und die Pflege der eigenen Geschichte, auch das Bekenntnis zur eigenen Geschichte. Das ist die Grundlage für ein erfolgreiches Gestalten und Wirken. Als ich 1980 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag einzog, hatte man damals noch in Bonn so das Gefühl, vermittelt bekommen von den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, die Bayern seien des Ackerbaus mächtig und der Waldpflege, aber sonst hat man ihnen nicht viel zugehört. Und die Bayern, das wissen Sie alle, haben sich in den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt, eben weil sie sich was zugehört haben. Wir waren bis zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes ein Freistaat, der unterstützt wurde von den anderen Bundesländern. Seit der deutschen Einheit unterstützen wir die anderen Bundesländer. Die Bayern, das möchte ich auch hier sagen, zahlen mehr als die Hälfte des Länderfinanzausgleichs in Deutschland. Weshalb ich der Bundeskanzlerin, wenn sie angemessen gut aufgelegt ist, immer sage, liebe Angela, uns Bayern gehört mehr als die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin dabei gekommen in Oberösterreich, dieses sich etwas zutrauen, dieses Bewusstsein über die starke eigene Kultur motiviert und bringt uns nach vorne. Und deshalb brauchen wir solche Landesausstellungen. Deshalb brauchen wir auch in Bayern ein neues Museum der bayerischen Geschichte. Wo es jetzt partiell schon wieder eine Debatte gibt, darf es sein, dass man ein festes, stationäres Museum in Regensburg hat und gleichzeitig solche Landesausstellungen zu bestimmten Spezialthemen macht, wie jetzt in diesen drei Gemeinden. Meine Damen und Herren, wir brauchen beides. Sowohl als auch, das ist meine Antwort, und lieber Wolfgang, da stimmen wir überein. Das ist eine der wenigen Fragen, wo die Koalition in Bayern total übereinstimmt, dass wir diese Kultur pflegen
und dass man in dieser Beziehung nicht viel genug machen kann. Ich gehe heute so weit, Herr Bürgermeister Stein, nach diesem glänzenden Auftritt des Werksorchesters, würde ich jetzt mal sagen, lieber Wolfgang, wir brauchen nicht nur in München einen neuen Konzertsaal, sondern auch in Burghausen. Ich hoffe jetzt, das wird auch ernst genommen. Ich danke den drei Ausstellungsorten, Braunau, Ranshofen, Mattighofen, Burghausen. Ich denke, das ist eine gute Idee, lieber Herr Landeshauptmann und lieber Landtagspräsident, dass wir mal grenzüberschreitend wieder so eine Landesausstellung machen. Ich danke allen Sponsoren, den Medienpartnern und nicht zuletzt unserem Haus der Bayerischen Geschichte, lieber Herr Dr. Leubel. Ihnen und Ihrem Team danke ich sehr herzlich für Ihre großartige Arbeit. Kompliment für diese Sternstunde der Ausstellungskunst. Eine Freude für Kopf und Herz gleichermaßen. Ich muss Ihnen sagen, ich würde das Bayerische Dienstrecht schon deshalb gerne reformieren, um so herausragenden, überragenden Kräften wie Ihnen ein Stück mehr Bezahlung zukommen zu lassen, als Sie nach dem Bayerischen Dienstrecht erhalten. Sie sind ein Ausnahmeathlet, Herr Dr. Leute. Er macht es wirklich gut. Sie werden es gleich im Anschluss, wenn er vertieft in diese Geschichte einführt, in die Ausstellung einführt, erleben. Es ist für einen Ministerpräsidenten wie Landeshauptmann lebensgefährlich, sich in die tieferen Jagdgründe der Geschichte hineinzugraben, in Anwesenheit von Herrn Dr. Leubel. Denn Sie müssen damit rechnen, dass Sie gründlich korrigiert werden anschließend. Und Herr Leubel, ich bitte Sie, dass Sie jetzt anschließend mit uns beiden in der erforderlichen Barmherzigkeit umgehen und machen Sie weiter vor. Es ist sehr, sehr angenehm, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Sie sind ein echter Schatz in personeller Hinsicht für unsere bayerische Kultur. Ich wüsste nicht, wo wir stünden, wenn wir Sie nicht hätten. Ich möchte das heute mal öffentlich so deutlich sagen. Und lieber Herr Wolfgang Herwisch, ich hoffe, es trifft auch deine Meinung du nichts. Ich sehe es durch diese Diktatur. Auch hier Übereinstimmung der Koalition. Ich wünsche jetzt, ich habe in meinen Unterlagen, Herr Bürgermeister, das muss ich noch sagen, die Bemerkung gefunden, dass Sie unbedingt wollten, dass wir jetzt dann zur Burg zu Fuß uns bewegen, um den Politikern und anderen zu beweisen, dass sie unbedingt einen Aufzug zu dieser Burg brauchen. Das hat das Protokoll der Bayerischen Staatskanzlei abgelehnt. Das ist mit Recht erfolgt, weil ich noch irgendwas in der Koalition verhandeln muss und die wollen, dass ich da bei vollen Kräften bin. Aber die Berechtigung des Aufzuges, die wird in diesem Vermerk, den ich auf der Lehrbahn gelesen habe, nicht in Frage gestellt. Das ist immerhin ein Fortschritt. Ich weiß nicht, ob man sagt, die Berechtigung des Aufzuges. Aber ich sage jetzt nichts zu, Herr Bürgermeister. Ich weiß, bei Ihnen, Sie schnappen sofort zu, wenn man auch nur leichter zu haben. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute mal den Weg gewählt, etwas lockerer zu sein, zu zeigen, dass es durchaus auch Humor im politischen Alltag geben kann, dass Weltoffenheit und Heimatliebe zueinander gehören, sowie Toleranz und Verantwortung für die Gemeinschaft. Und ich hoffe jetzt einfach, dass diese Ausstellung ein ähnlich großer Erfolg wird wie unsere letzte Landesausstellung zu Ludwig II., Der Besuch war gigantisch, das war ein absoluter Rekord mit annähernd 600.000 Personen. Ich wüsste nicht, wenn über mich eine Ausstellung erfolgen würde, ob nur 10% der Bevölkerung diese Ausstellung besuchen würden. Ludwig II. Hat mit 600.000 Menschen. Ich wünsche der Landesausstellung 2012 auf beiden Seiten von Inn und Salzach großen Erfolg und viele Besucher. Ich weiß nicht, Herr Leubel, ich sagen darf, die Ausstellung ist eröffnet. Alles Gute.
Lieber Herr Landeshauptmann, ich darf sagen, lieber Freund Josef Böhringer, lieber Kollege, sicherheitshalber auch lieber Freund Wolfgang Heubisch, dies bei den Koalitionspartnern nicht gleich hinzufügen, könnte ja sofort wieder ein Missverständnis entstehen. Lieber Herr Landtagspräsident, meine verehrten Ehrengäste, insbesondere die Abgeordneten aus den Landtagen und aus dem Bundestag, meine sehr verehrten Ehrengäste. Mir ist jetzt so bei dem bisherigen Verlauf dieses Festaktes durch den Kopf gegangen, dass Franz Josef Strauß Recht hatte. Recht hatte mit der Bemerkung, dass das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten nach dem Papst das Schönste sei, was es auf dieser Welt zu vergeben gibt. Und zwar deshalb, weil es lauter freundliche Bemerkungen waren, richtige Feststellungen, die eigentlich keiner wesentlichen Bemerkungen mehr bedürfen. Aber ich stehe auf der Tagesordnung und muss noch etwas sagen. Herr Bürgermeister Steindl, die erste angenehme Erlebnis des heutigen Tages ist, ich treffe einen fröhlichen Bürgermeister. Die normale Rollenverteilung ist die, dass ein Bürgermeister hier auftritt, zunächst einmal schildert, wo es überall fehlt und wo der Freistaat Bayern versagt hat, dann vielleicht sich bedankt für eine Wohltat, die irgendwann mal vor 10 Jahren stattgefunden hat und anschließend nach dem Motto verfährt von Wilhelm Busch, ein erfüllter Wunsch hat Junge und sofort wieder mit neuen Forderungen kommt. Herr Bürgermeister, Sie haben uns einen schönen Nachmittag bereitet mit Ihrer Fröhlichkeit, mit Ihrer Tiefe, mit Ihrem Geist. Herzlichen Dank. Ich will mich ausdrücklich dafür bedanken. Dann, lieber Josef, mit dem Ausland. Ich muss jetzt mal einen legendären Bundeskanzler zitieren aus Österreich, den Bruno Kreisky, der immer gesagt hat, wenn er nach Bayern kam, ich komme gerne nach Bayern, denn da bin ich nicht mehr in Österreich und noch nicht in Deutschland. So ähnlich hast du das ausgedrückt. Mir geht es auch so, wenn ich nach Österreich komme, habe ich oft das Gefühl, zwar nicht mehr in Deutschland, aber noch ein bisschen in Bayern zu sein. Und wir verfügen ja über eine ausgezeichnete Freundschaft, auf die ich noch gleich komme. Dass du darauf hinweist, 8-mal so groß sei Bayern wie Oberösterreich, das merkt man beim Auftreten der Oberösterreicher nicht. Das ist umgekehrt proportional. Und es zeigt eigentlich, dass auch da Franz Josef Strauß recht hatte, wenn manche aus ihrer Länge, Körperlänge auf die Größe geschlossen haben. Franz Josef Strauß hat einen total desillusioniert. Er war ja zwar sehr korpulent gewachsen, aber nicht sehr hoch. Und wenn man vor ihm stand, kam so regelmäßig die Bemerkung, er sei doch, nein, man sei zwar der Längere, aber der Größere sei doch er. Und das hat uns geprägt. Deshalb sind wir genauso bescheiden wie ihr, obwohl wir 8-mal größer sind. Und lieber Josef, du hast auf die stolze Geschichte verwiesen. Du hast uns auch den Spiegel vorgehalten, da war mal Frankreich, dann mal Habsburger und so. Das stimmt, wir haben eine sehr stolze Geschichte als Bayern, wie hier. Und wir waren eigentlich historisch, Herr Leubel, bitte das nicht ein bisschen zu korrigieren, mit Ihrer geschichtlichen Kenntnis, wir waren im Ergebnis immer auf der Seite der Sieger. Und wenn es die Geschichte einmal so wollte, dass das nicht so war, haben wir anschließend die Seiten gewechselt. Deshalb können wir auf eine blühende, weiße bayerische Geschichte schauen.
Dann ist noch die Sprache angeführt worden. Wir haben ja neben euch noch einen Nachbarn im Westen, nämlich die Baden-Württemberger. Und die haben ja den schönen Slogan, wir können alles, die Baden-Württemberger, außer Hochdeutsch. Das hat uns wiederum nicht so gefreut. Und deshalb gibt es jetzt eine sehr gute Studie, von Berlin veranlasst, nicht manipuliert durch die Bayern, nämlich eine Untersuchung, welcher Volksstamm bei uns in Deutschland der deutschen Sprache am besten mächtig ist. Und da wurde das Leseverständnis, das Hörverständnis und natürlich auch die Orthographie abgeprüft. Und wir können sagen, für unsere Jugendlichen, die zur Schule gehen, wir waren bei allen Teilelementen an Nummer 1. Und wenn der Wolfgang Möbisch gesagt hat, uns verbindet die Sprache zu Oberösterreich, sage ich jetzt zu unserem anderen Kollegen, Herrn Kretschmann, dem Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, wenn ich ihn sehe, der sitzt ja im Bundesrat neben mir, lieber Herr Kretschmann, nach diesem Test muss ich Ihnen sagen, wir Bayern können alles, auch Hochdeutsch. Das sind alles Prädikate, die uns relativ selbstbewusst machen. Und so wie Oberösterreich auch selbstbewusst ist, das hat uns gemeinsam auch Neider eingebracht, manchmal gehässige Neider und natürlich von den Preußen am stärksten. Und deshalb muss bei seiner Stunde auch zitiert werden, Otto von Bismarck. Er soll ein Zitat abgegeben haben, dass uns Bayern nur graduell weniger als die Österreicher beleidigt, indem er gesagt hat, der Bayer ist der Übergang vom Österreicher zum Menschen. Das war ein Zitat, aber nicht meine Meinung. Sie sehen, der Bürgermeister hatte recht, wir haben es ja in der Pressekonferenz schon gemerkt, dass eine relativ gelockerte Stimmung bei der Eröffnung dieser Landesausstellung ist. Es ist einmal zurückzuführen auf die wirklich herzliche Freundschaft, die nicht erst jetzt im Jahre 2012 begonnen hat, sondern die sich auf eine lange Zeit zurück erstreckt, auch in der modernen Geschichte. Und die ihren äußeren Ausdruck darin findet, dass Oberösterreich und Bayern gemeinsam mit 5 anderen Regionen auf dieser Erde eine Partnerschaft pflegen. Diese Regionen, das sind insgesamt also 7, die bezeichnen sich als Power-Regionen. Und dieser Begriff sagt ja schon viel aus. Es ist Western Cape aus Südafrika, es ist Quebec aus Kanada, es ist Georgia aus den Vereinigten Staaten, es ist Sao Paulo aus Brasilien, es ist Shandong aus China, es ist Oberösterreich und wir sind sehr dankbar, dass wir da auch dabei sein dürfen. Also 7 Power-Regionen. Die haben sich vor 14 Tagen in Sao Paulo getroffen. Im zweijährigen Rhythmus ist jede Power-Region einmal Gastgeber. Und die haben vergleichbare Strukturen, vergleichbare Zielsetzungen, vergleichbare Erfolge. Und deshalb hört man bei solchen Treffen sehr häufig den Satz, wir wollen dahin, wo ihr schon seid. Ungewöhnlich erfolgreiche Regionen und deshalb ist da viel Freundschaft gewachsen. Wir haben die gleichen Grundüberzeugungen, nämlich was unser Bekenntnis zur Geschichte, zum Brauchtum, zur Tradition angeht, aber auch was die Weltoffenheit und die Einbindung unserer Heimat in die Globalisierung angeht. Ich unterstreiche ausdrücklich, Josef, was du gesagt hast, dass die europäische Integration, die Europäische Union auch aus meiner Überzeugung die genialste politische Idee der Nachkriegsgeschichte war. Franz Josef Strauß hat es ähnlich formuliert wie du. Die Herausforderungen unserer Zeit werden nicht mehr auf den Schlachtfeldern und auf den Barrikaden der Revolution entschieden, sondern eben durch das Zusammenwirken der großen Völkergemeinschaft. Übrigens haben die Habsburger auch einen Wahlspruch gehabt. Andere mögen Kriege führen, du aber glückliches Österreich heiratet. Wir Bayern sagen,
Liebe vergeht, Hektar besteht. Meine Damen und Herren, seien wir froh, dass wir diese europäische Integration haben. Diese Globalisierung, eine Welt ohne Grenzen für Waren, Güter, Dienstleistungen und kulturelle Leistungen. Wenn ich meine größere Tochter betrachte, die studiert in Sao Paulo, war die zu einem Semester, jetzt in Kopenhagen in Dänemark. Eine wunderschöne Gegenwart und Perspektive für die jungen Menschen. Da auf der anderen Seite unser Bekenntnis zur Heimat. Heimat ist das Widerlager der Globalisierung. Die Heimat, die den Menschen Geborgenheit gibt und wozu auch die Verwurzelung in der Geschichte gehört. Ich habe heute schon zitiert, ein Zitat aus Cicero 2006. Eine Gesellschaft, die um ihren kulturellen Boden nicht weiß, kann nirgendwo zum Sprung ansetzen. Diese Ausgabe von Cicero aus dem Jahre 2006 ist der Frage nachgegangen, was ist eigentlich die Ursache, dass der Süden, Oberösterreich, Bayern, Baden-Württemberg, stärker ist tendenziell als viele Teile des Nordens und des Ostens. Und die Schlussfolgerung einer sehr, sehr anspruchsvollen Untersuchung ist, die kulturelle Identität ist das Erfolgsgeheimnis des Südens. Und deshalb, Herr Leubel, sind solche Ausstellungen so wichtig. Bewusstsein zu schaffen für unsere Geschichte, für unsere Tradition, für unser Brauchtum. Denn, meine Damen und Herren, dieses Bewusstsein schafft Identität. Und Menschen, die über Identitäten verfügen, halten zusammen. Und jene, die zusammenhalten, sind motiviert und unternehmen gemeinsam etwas Positives für die Zukunft. Das ist die Kette, die man im Zusammenhang betrachten muss. Schaffung von Identitäten. Wie du gesagt hast, Zukunft braucht Herkunft. Und ich füge immer noch hinzu, Kultur ist Nahrung für die Seele. Und deshalb brauchen wir solche Ausstellungen und brauchen das. Lieber Herr Staatsminister, sehr geehrter Landeshauptmann, Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste. Bayern verbindet mit Österreich viel. Ganz profan ist es zunächst eine lange Grenze von Passau über Berchtesgaden und Garmisch bis nach Lindau. Verbindet sie die Länder wirklich? Nicht durchweg. Die Alpen im Süden bilden ein Grenzmassiv, das sich tief in die Mentalitäten eingegraben hat. Die Tiroler sagen, wenn sie nach Norden reisen, sie fahren ins Deutsch außer. Nach Oberösterreich fährt man von Bayern aus nur um hin. Und diesseits und jenseits der Grenzflüsse Salzach und Inn ist nicht mehr als Trend und Herrät. Der Blick geht weit über die fließenden Grenzen Salzach und Inn. Und nicht ohne Grund sagen die Niederbayern, dass sie den Weitblick und die Oberbayern in und südlich von München halt nur die Alpen. Über die Grenzerfahrungen an Wien und Salzach sind gerade deshalb keine Bücher geschrieben worden. Was hätte dazu ein Alfred Kubin, geboren im böhmischen Litomerice, Heidneritz, ausgebildet in Salzburg und München, lebhaft oder wohnhaft in Nierenstein am Inn, auch schreiben sollen? Oder ein Adalbert Stifter, der in bewusster Abgrenzung zum Nationalismus seiner Zeit mit dem Wittigo ein supranationales Historienepos im grenzenlosen römisch-bayerisch-österreichischen Raum verfasste, bei dem sogar offen bleibt, welche Sprache der Held überhaupt spricht. Und die Helden in Rudolf Adlingers Roman Engel zweiter Ordnung
verkehren selbstverständlich zwischen Regensburg und Linz. Und endlich ist auch wieder die dritte Dimension gegeben, denn die geheimen Liebestreffen finden in Tschechien statt. Was ist das also für eine Grenze? Dazu möchte ich einen Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, der seinen Grenzübertritt in den 70er Jahren gut erinnert. Der Bub mit 8 Jahren wurde auf die Reise von den Eltern, denen ein wenig der Schalk im Nacken saß, folgendermaßen vorbereitet. Es gehe über die von Soldaten bewachte Grenze ins fremde Ausland. Mit der Mark könne man nicht bezahlen, denn dort gäbe es eine eigene Währung, den Schilling. Irgendwie stellte sich der Bub auch vor, also er stellte sich auf eine andere Sprache ein, wurde er doch schon sonst auf der Fahrt zur Münchner Verwandtschaft ermahnt, nicht so gescheert daherzureden. Entsprechend groß war die Enttäuschung in Österreich. Hier wurde selbstverständlich Dialekt gesprochen, ein wenig fremd war nur die Betonung des hellen österreichischen A. Also A. In Schering stand man in der Stadtpfarrkirche wieder heim unter dem bayerischen Wappen. Und als in Reichersberg nach dem Weinkauf die Schillinge ausgegangen waren, konnte man in der Stiftsgaststätte plötzlich auch mit Mark zahlen. Der etwas enttäuschte Kommentar des Buben lautete: Ein gescheites Ausland ist das fein nicht. Sogar in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Grenze tatsächlich verdichtete, schmuggelten die Bayerinnen unter ihren Röcken verborgen Lebensmittel aus Österreich und die Österreicher kauften in Bayern Textilien. Um den Zoll zu sparen, haben sich viele in den Beichtstühlen des Passauer Domes umgezogen und die Altkleider einfach zurückgelassen. Was in Passau niemand so gut erzählen kann wie der Altbischof Dr. Franz Xaver Hieder. Selbst die amerikanischen Befreier brauchten ihre Zeit, um mit den Gepflogenheiten am Inn vertraut zu werden. Sie stellten nämlich den Checkpoint versehentlich an der Innbrücke auf, weil sie glauben, dass der Inn auch im Passau grenzlos sei. Damit hätte man aber die Passauer Innenstadt zu Österreich geschlagen. Das war den Passauern überhaupt nicht recht. Und sie wiesen die Amerikaner so eindringlich auf die falsche Situation hin, dass der Checkpoint tatsächlich mit fliegenden Fahnen innerhalb kürzester Zeit hinter Haibach, wo er hingehört, bis vor kurzem auch noch gestanden ist, transferiert wurde. Damit meine ich, ist eines hinreichend bewiesen. Für die Landesausstellung Bayern und Österreich kommt nur eine Region in Frage. Die Landschaft für den weiten Blick an den fließenden Grenzen Salzach und Inn. Wir freuen uns, dass wir in Burghausen zu Gast sein dürfen und danken unseren Partnern Rent und Herr Rent für die gute Zusammenarbeit. Wir können Ihnen, meine Damen und Herren, in der ersten gemeinsamen bayerisch-oberösterreichischen Landesausstellung ein ungemein reichhaltiges Programm bieten. 3 Landesausstellungen zum Preis von einer. Kriege, Kunst, Frömmigkeit in Braunau, Kongress Kindersegen in Mattighofen und als Österreich noch bei Bayern war in Burghausen. Die Ausstellungen umgreifen die Zeit vom frühen Mittelalter bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Wir möchten Sie, liebe Gäste, in die Anfänge dieser reichen Beziehungsgeschichte entführen, in die ferne Welt des Mittelalters, die wir, das Haus der Bayerischen Geschichte, in unserer Landesausstellung in der Burg ob Burghausen präsentieren. In dieser Zeit haben Inn und Salzach nichts von einer Grenze. Sie bildet vielmehr die Raumachse des Herzogtums Bayern. Mit ihrer Fortsetzung waren sie wahrhaft eine europäische Schlagader. Die Tauernpässe stellten die Verbindung nach Italien zur Weltstadt Venedig her, die später sogenannten Goldenen Steige von Passau aus den Weg nach Böhmen. In Passau verband sich der Inn mit der Donau, die in die östliche bayerische Markgrafschaft führte. Im 10. Jahrhundert besaß sie schon einen eigenen Namen, Ostarichi, die Region Österreich, lateinisch Austria. Die Ersterwähnung Österreichs in der schon erwähnten Urkunde von 996, also dem Taufschein,
können Sie, meine Damen und Herren, in Burghausen tatsächlich im Original sehen. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv, das die Urkunde verwahrt, hat sie bisher nur ein einziges Mal verlassen, zum Österreich-Jubiläum 1996, und das nur für wenige Tage. Wir haben sie für mehrere Wochen. Herzlichen Dank, Frau Generaldirektorin. Um das Herzogtum Bayern und Tausend zu begreifen, muss man sich zunächst einmal München und dann Wien wegdenken. Beide Städte interessierten damals nicht. Die Erinnerung daran hallt in Oberösterreich, wie ich jetzt gelernt habe, in einer häufig zitierten Weisheit nach, denn in Oberösterreich sagt man, gerne tauschen wir Bayern gegen Wien. Das ganze Land durchfloss die Donau, an der auch die älteste bayerische Hauptstadt Regensburg lag und die Bischofsstadt Passau, deren Bistum bis an die ungarische Grenze reichte. Im fruchtbaren Land an den Verkehrsströmen Donau, Inn und Salzach wurden die Ressourcen gewonnen für die Erschließung der Grenzräume, der nördlichen Mark, die heute Oberpfalz heißt, und eben der östlichen Österreich, die bei Linz begann. Deshalb gibt es in Oberösterreich auch heute den Spruch, bei Linz beginnt es. Vielleicht. Adel, Bistümer und Klöster, die sich im Landesausbau im Osten engagierten, besaßen feste und über die Zollstationen auch einträgliche Positionen an den bayerischen Schlagadern. Die Grafen von Formbach in Neuburg am Inn und Fichtenstein und die Sieghardiner hier in Burghausen an der Salzach. Selbst die Babenberger, Markgrafen und später Herzöge von Österreich, hatten ihre Basis an der Donau, im Donaugau, östlich von Regensburg. Das altehrwürdige Benediktinerkloster Niederalteich kolonisierte in der Wachau und sicherte sich den 1000-Eimer-Berg in Spitz, der jährlich sagenhafte 1000 Eimer zu 50 Liter Wein erbracht haben soll. Für den Transport nach Niederalteich gab es eine eigene Schifffahrtslinie. Und damit steht fest, dass wir Bayern nicht nur große Verdienste um die Publikmachung und Kultivierung des Bieres haben, sondern letztlich auch um die Weinkultur in Österreich. Um 1000 regierte in Niederalteich auch Gotthard, der erste heilig gesprochene Bayer und damit auch Österreicher, der einzige Benediktiner, den Kaiser Heinrich II. Auf einen Bischofsstuhl berief. Seine Schüler kamen als Äbte bis nach Monte Cassino und vielfach auch nach Österreich. In unserer Landesausstellung zeigen wir eine seiner herausragenden Reliquien, den berühmten 1000 Jahre alten Gotthardstab. Er ist eine der zahlreichen mittelalterlichen Zimelien, die wir Ihnen in Burghausen in einer Dichte präsentieren können, wie sie bisher kaum erreicht wurde. Vom Codex Millenarius aus Kremsmünster über die Mitra des heiligen Rupert bis zum Regensburger Wolfgangstab, der durch seinen Sterbeort und vor allem die berühmte Wallfahrt am Wolfgangsee in Oberösterreich ebenso präsent ist wie in Regensburg. Besonders stolz sind wir auf die einzig illustrierte Fassung des Nibelungenliedes, die wohl am Passauer Bischofshof Wolfer von Erlers entstanden ist und an den wesentlichen Teilen auch im Donauraum spielt. Allen Leihgebern, vor allem unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Schatzhäusern unseres Nachbarlandes, sei herzlich für ihre großzügige Unterstützung gedankt. Daran zeigt sich, wie lebendig das Bewusstsein der bayerisch-österreichischen Gemeinsamkeiten ist. In den Exponaten wird die gemeinsame Kulturlandschaft wieder greifbar. Sie endete auch nicht, als Österreich zunehmend selbstständiger wurde. 1156 machte es Kaiser Friedrich Barbarossa zu einem eigenen Herzogtum. Das hing vor allem mit einer Frau zusammen. Theodora, die Frau des ersten Österreicher Herzogs Heinrich Assombergott, war eine byzantinische Kaisertochter, was dazu führte, dass dem Paar die Nachfolge nicht nur in männlicher, sondern sogar in weiblicher Linie zugestanden wurde. Das ist wieder in einer Urkunde festgehalten. Die Privilegium Minus heißt, also das kleinere Privileg. Warum? Weil es auch ein Privilegium Maius gibt, die Sie ebenfalls in der Ausstellung sehen können. Das Maius ist eine Fälschung aus dem 14. Jahrhundert,
in dem sich die Habsburger noch mehr Rechte erschwindeln wollten und dabei sogar Briefe von Cäsar und Nero zitierten. Sie wurden den Humanisten Petrarca vorgelegt, bei dem sie für erhebliche Erheiterung sorgten. Heute könnte man positiv sagen, dass sie wenigstens selbst erfunden und nicht nur abgeschrieben waren. Davon wusste Petrarca allerdings noch nichts. Das kleine Privileg hätte bereits ausgereicht, um die Selbstständigkeit Österreichs grundzulegen. Die Wittelsbacher versuchten zwar lange noch, dies rückgängig zu machen, letztmals 1742 gegen Maria Theresia. Mit ihr griff in der pragmatischen Sanktion auch die Erbregelung des Privilegium minus 600 Jahre später, denn sie kam als erste Frau in Österreich zur Regierung, was aber dem bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht überhaupt nicht gefiel. Er streckte seine Hand nach Österreich aus, verbrannte sie sich aber nachhaltig. Seither lief das Spiel umgekehrt. Die Österreicher versuchten, sich Bayern einzuverleiben. Es war ein ungleicher Wettbewerb. Die Großmacht Österreich mit Böhmen und Ungarn gegen das vergleichsweise kleine Bayern, das sich aber tapfer behauptete, aber dann doch, was immer noch nicht verziehen ist, auch wenn Sie heute was anderes gehört haben, das Innviertel mit Scherding, Braunau und Martinhofen verloren. Zuerst rettete der nur scheinbar große Friedrich von Preußen die bayerische Souveränität, dann Napoleon, also da habt ihr uns keine Chance lassen, für Österreich muss man mit Napoleon zusammengehen, der hat uns dann allerdings auch anständig die Hand. Gegen die Preußen 1866 hofften die Bayern dann auf österreichische Hilfe und das ging gar nicht gut aus. Damit habe ich Sie, meine Damen und Herren, gewissermaßen im Parforsritt durch 1000 Jahre bayerisch-österreichische Geschichte geführt und bin auch über die Themenstellung unserer Landesausstellung hinausgaloppiert. Wir enden nämlich, wie es sich für den bayerischen Teil gehört, mit einem Höhepunkt, mit Kaiser Ludwig den Bayern, der sich nicht nur gegen den mächtigen Papst in Avignon behauptete, sondern als kleiner Herzog von Oberbayern auch gegen die mächtigen Habsburger. Es ist ein Sonderfall der mittelalterlichen Geschichte, dass Ludwig der Bayern nach 1325 mit Herzog Friedrich von Österreich gemeinsam als König regierte. Das gab es nur einmal. Und hier kamen Bayern und Österreich auf eine besondere Art zusammen, in einer gemeinsam in einem Bett verbrachten Nacht. Es war das markante Zeichen für das geschlossene Bündnis. Also unanständige Sachen sind nicht passiert. Das war also durch die Beobachtung des Hofstaates. Insgesamt ist es aber für die Ausstellung ein wunderbarer Abschluss. Sie werden das Bett auch sehen. Also dies ist eine Rekonstruktion. Am Ende darf ich mich bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken. Herr Landeshauptmann Dr. Püringer sowie den österreichischen Kollegen um Reinhold Greter sei herzlich für die Zusammenarbeit gedankt, selbstverständlich auch unseren Burghausenern, Herrn Bürgermeister, mit der Frau Kollegin Kilch und auch natürlich mit dem Kollegen von der Bayerischen Schlösserverwaltung, Heinz Donner. Das Konzept für Burghausen erstellte der jetzige Leiter des Museumspädagogischen Zentrums, Dr. Kirmeier, zusammen mit den Professoren Karl Brunner, Heinz Dopsch, Bernd Schneidmüller und Stefan Meinfurter, die ihr reiches Fachwissen einbrachten. Nicht vergessen möchte ich die Kollegin, die zuständig ist für die österreichischen Ausstellungen, Frau Dr. Bavra, die morgen eröffnet. Im Haus der Bayerischen Geschichte hat das Projekt kompetent Dr. Wolfgang Jahn fortgeführt mit Barbara King, Susanne Huber-Scholl, Jürgen Knipp und Wolfgang Reinecke. Gestaltet hat die Ausstellung unser Hausgestalter Fritz Ambruster, sehr eindrucksvoll, wie ich meine, Eva Brockhoff, die Schönheitlichkeitsarbeit Dr. Andrea Lüth und Christine Ketzer, Verwaltung Clemens Menter. Jetzt nehme ich bei uns einfach einmal mit in guter alter Zusammenarbeit die Kolleginnen und Kollegen von der Bayerischen Staatskanzlei, ohne dass wir die letzten Tage nie hinbekommen würden, vor allen Dingen Herrn Krebs mit seinen Mitarbeiterinnen. Und
ohne Sie und unsere Sponsoren, hier darf ich herausgreifen und besonders erwähnen, E.ON Bayern und die UMV Deutschland GmbH, hätten wir diese Ausstellung nicht geschafft. Last but not least gilt mein persönlicher Dank dem Bayerischen Landtag und vor allem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Herrn Staatsminister Dr. Wolfgang Kölsch. Sie, lieber Herr Staatsminister, sind Garant für eine im besten Sinne liberale Amtsführung, von der wir im Haus der Bayerischen Geschichte sehr profitieren. Unser Herr Ministerpräsident stellt heute einen Rekord auf. Er weiß es vielleicht noch gar nicht. Vor ihm hat kein bayerischer Ministerpräsident so viele Landesausstellungen eröffnet wie Sie. Herzlichen Dank dafür. Zusammen haben Sie, Herr Ministerpräsident und Herr Staatsminister, vor kurzem ein kulturpolitisches Projekt auf den Weg gebracht, um das sich Generationen von Ministerpräsidenten und Wissenschaftsminister vergeblich bemüht haben. Auf Französischer Straße hat es nicht geschafft. Ein Museum der bayerischen Geschichte, das in der alten bayerischen Hauptstadt und der Stadt des überwährenden Reichstages realisiert wird. Also das ist wirklich eine einmalige kulturpolitische Leistung. Vielleicht noch mehr einen Applaus werden. Es wird in Regensburg realisiert, dem Tor zu den alten und neuen bayerischen Partnern Tschechien und Österreich. Dass wir dieses Projekt umsetzen können, freut uns ganz außerordentlich. Heute freuen wir uns, liebe Festgäste, auf Ihre Resonanz, auf Lob, Begeisterung, Kritik und Diskussion. Wir freuen uns über die gemeinsame bayerisch-oberösterreichische Landesausstellung, auf ein großes Bayern-Österreich-Jahr 2012, auf viele Besucherinnen und Besucher in einem der schönsten Landstriche Europas. Und bevor Sie jetzt klatschen, lassen Sie mich einen letzten organisatorischen Hinweis geben, damit Sie dann in Ruhe die Veranstaltung ausklingen lassen können. Nach der Veranstaltung fahren die Busse von Ihnen aus gesehen links ab, die Türen werden sich öffnen, damit das alles seinen behördenmäßig bayerisch-beamtlich geregelten Gang geht. Bitte die ersten Reihen in den ersten Bus steigen und die anderen weiter. Dann werden wir in Kürze Burghausen, also die Festung, die Burg in Burghausen erreichen und Sie können sich die Ausstellung anschauen. Herzlichen Dank.
Damen und Herren, die gemeinsame bayerisch-oberösterreichische Landesausstellung setzt also bei uns durchaus etwas frei. Paradiesische Gedanken.